Alles gut bei dir? Jo, Alter, warum regst du dich auf direkt, Bruder? Bruder, ich reg mich auf, das ist mein Nachbarn, das ist mein Akraba, wir kommen von gleicher Stadt. Und wenn einer mich hier erniedrigt und wenn du mein Nachbarn bist, meine Blut bist und wenn du nichts sagst in live, dann bleibe ich dich bis nicht mehr geben. Stimmt oder nicht? Ja, richtig, aber ich habe ja nichts gesagt, ich war neutral, Nein. Bruder, also als Kollege, weißt du, was ich meine? Ja, Tom, kann dein Kollege sein, aber der kommt von meiner eigenen Stadt. Wir sind Sasa. Ja. Kommt von gleicher Stadt. Ja, das berührt dich nicht, wenn da du erniedrigt wirst. Ich frag dich doch. Aber mit Ferhat kannst du doch reden, Bruder. Ruf den an. Was von Reden? Scheiß auf den. Überall blockiert. Bruder, Bunio, misch dich doch nicht in Sachen ein, weißt du, Warum was ich leitest du meine? mich in Sachen rein? Und Ja, lass doch Bruder, einfach, weißt du? ich mag Ferhat, weißt du, was ich meine? Ja, aber wenn du gut mit Bruder, Ferhat bist, Fame musst du gut geil, mit Fame Ferhat. geil. Einfach Fame geil. Er geht für alles für Fame geil. Bruder, geht nicht. Guck mal, mit Geld. Guck mal, ich will dir was erklären. Charakter kann man nicht mit Geld kaufen. Eine Dings zu zeigen, Männlichkeit zu zeigen, mit Geld kann man nicht kaufen. Kannst du Geld nicht. kann dich nicht retten. Wenn du vor Kugel stehst, Geld kann nicht diese Kugel retten. Warum? Weil das ist hart. Ich will aber sagen, mein Ja. Bruder. Deswegen, manche denken, bisschen mit Geld, bisschen mit Auto zeigen, Rolex, Molex und das, dass du männlich bist. Ich scheiß mal auf Rolex, ja. Olle, ihr regt mich jetzt. Olle, wo ich gerade, wo waren die alle? Scheiß mal auf alles. Männlichkeit kann man nicht kaufen. Männlichkeit gibt in deine Ader und deine Blut und deine Großgroßopa. Ja, Wallah. Guck mal, das Ding ist, Ferhat Dubai war immer nett, weißt du auch immer zu mir. Aber weißt du, Bruder, ich sag dir eine Sache. Wenn du deine Probleme mit denen hast, hast du deine Probleme, damit habe ich nichts zu tun, Khalas. Richtig, So, genau das. fertig. Guck mal, Engelsgesicht, ich kenne dich schon Ewigkeiten, aber wenn er anfängt, über dich zu reden, über kleine Kinder, Wallah, Billah, ne? Nicht nur, weil du Kurdüber bist, mit keinem darfst du so reden. Ja. Das sind harte Vorwürfe, Bruder, ja? Bruder, ich will mal Chai. Guck mal, Chai beruhigt mich. Wenn ich einen Warum? Chai trinke. Siehst du, Bunjo, weißt du, der meint es ja nicht böse, Bruder, weißt du, der will einfach nur nicht, weißt du, misch dich nicht ein bei sowas, weißt du, weil egal zu wem du hältst, ein Fonto G10, Ja, normal. weißt Alter, Engelsgesicht ist, Wallah, ne, ey, Engel muss da was ballern, ich schwör's dir, Bruder, ja. Wallah. Wer ist Engel auf dieser Engel, HB hier unten, kommentiert Bruder? mal alle mit Engel, kommentiert Wer mal ist alle das mit hier Engel. unten? Wer ist denn das hier unten, Bruder? Kusch, wir aus HB, Spanien, was bei dir? wer ist das? Wer kenn ich nicht, Bruder? Aber egal, Bruder, ja, sollen die. Also, ich sag dir ganz ehrlich, der Arrogante hat doch gut über den gesprochen zuletzt, meine ich. Walla, Bruder, ich habe das nicht gehört, ich kann dazu nichts sagen. Absolut gar nichts. Der Arrogante hat gut über den gesprochen, soweit ich weiß. Was geht bei dir? Wie läuft Dubai? Alhamdulillah, Bruder. Hier ist Wie läuft es in so, Dubai, Bruder? wieder da. So, ich erkläre euch mal, was sehr wichtig ist. Okay. Chai ist da, Mama hat Pirzola gemacht. Basmati Reis, Alhamdulillah. Uns geht es heute wieder gut. Wir leben. Aber, was bei uns gibt es einen Spruchspruch. Gerade ist mir eingefallen. Ja. Ich liebe das. Guck mal, mein Bruder. Ich reg mich gerade auf. Alles gut und schön. Engelgesicht, ich will dir was sagen. Ich entschuldige mich vor dir. Du bist ein Ehrenmann. Geh. Frieden. Ich gehe auch Frieden. Auch Beste. Mutter. Entschuldigung, ich habe deine Mutter beleidigt. Ich Ja. entschuldige mich hier. Arrogante, ich entschuldige mich bei dir auch. Weil du bist ein Ehrenmann. Du bist der Löwe, der Pate. Ich sage immer, du bist arrogante. Entschuldigung, Pate. Entschuldigung, du bist kein Pate. Du bist noch größer als Pate. Pate ist nichts neben dir. Ja? Ich gebe auf. Ihr seid Männer. Bleibt stabil. Wallahi. Aber eins dürft ihr nicht vergessen. Ich habe euch was gesagt. Vergesst nicht meine Wörter. Ist möglich, mich zu abknallen, mich zu töten. Aber mich erniedrigen, klein machen? Wallahi, tut mir leid. Keine Chance. Gänsehaut. Ich glaube, jetzt ist Ich schon. Fuck. werde euch Hackfleisch machen. Mehr sage ich euch nicht. Hackfleisch. Wartet nur ab, eure Zeit wird kommen. Okay? Also, gestern auch, dieser Holländer. Yasser hat ihn auch rausgeschmissen, Yasser hat mich angerufen.
Wir bringen diese Leute, wir geben Knochen, die werden groß. Weißt du, wie die sich benehmen? Ich denke, wir sind in unserem Level hier, diese Holländer. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Yasser hat den gestern rausgeschmissen. Er sagt, dieser Pitch. Ich habe gesagt, ja, ist so. Yasser, das ist unser Problem. Wir geben Gesicht, wir bringen die hoch. Und auf einmal sagt er, seit wann geht Knochen zu den Hund? Ich so, Aber soll nö. ich, ja, aber guck mal, Bruder, TikTok ist auch ein bisschen Show, oder? Weißt du, ich meine, ist auch viel Fake, viel Show. Guck mal, ich und Yasser sind nicht seine Kinder. Ja, das stimmt. Der muss schon wissen, wie er das abzieht. Wir sind 10 Jahre, 12 Jahre, ich bin 10 Jahre älter als er und Yasser ist 30, 40 Jahre älter als er. Was der sich, wie der sich benimmt, der macht so. Ja. Oder Olum, nicht du, nicht deine Familie können das nehmen. Ja, weißt du, was das kostet? Erstmal geh mal, lern mal in dein Leben und danach komm und rede. Du machst dich über uns lustig. So. Ah ja, so, wen nehmen wir jetzt rein? Wir gucken mal. So. Aber Bruder, ich verstehe nicht, Wallah. Du und der Arrogante, ne? Ihr seid doch zusammen groß geworden, oder? Ihr wohnt doch in Essen nebeneinander, Nachbar, Nachbar, Bruder. Ich verstehe nicht, warum ihr immer wieder, ihr macht Khair, dann wieder Ärger, dann wieder Khair, dann wieder Ärger. Wallah, Arrogante ist doch einer, der ist sehr loyal. Arrogante ist sehr loyal, das weißt du. Wallah, ich weiß eins, mein Schwanz ist royal als er selber. Zitat. Oh. Hast du verstanden? Lass mal diese Politik. Ich hab im Leben was gemerkt. Jeden, den ich Brot gegeben habe, haben mich verraten. Jeden. Das ist mein größter Fehler, dass ich diese Leute Brot gebe. Zitat Ende. Guck mal, im Leben, wie ist das? César, stehst du oder was hast du dein Hof? Nee, ich sage Maskara, ich weiß. Der schläft. Naja, der schläft nicht, der macht Maskara. Aber nicht bei uns. Geh mal, mach mal bei Engelvater mit dieser Maskara. Ich kenne ihn nicht. Auf wen will er diese Polizei? Oh, Eierkopf. Bruder, hab meine Aussage gemacht. Ich weiß genau, was ich rede. Ich weiß genau, was ich will. Wallah, Engel muss einen ballern, ich sag dir. 100%. Ich küsse. Wallah, wenn ich selber persönlich nicht auf den Kopf pisse, ich bin kein Mann. Ja. Ich pisse auf so Leute. Keiner hat küsse. Normalerweise, Wallah, Spaß ist Spaß. Weißt du, man kann ärgern, aber diese mit 16-Jährigen geht nicht. Bei uns halt Bruder. waren diese geht nicht. Was hat er denn gesagt? Was ist 16-Jährige? Ich verstehe nicht. Egal. Bruder, die haben nichts zu tun. Wir kommen. Guck mal, Albaner aus Schweiz kommen alle dahin. Wir sind alle da. Ja. Und nach da kommen wir alle nach Ingolstadt. Wir gehen alles für Dings besuchen. Enkel Gesicht besuchen. Oder der Enkel kommt zum Kampf. Aber wenn er nach Tschechien kommt, das ist Paradies. Jackpot. Aber ich habe eine Frage. Redet. Kürt, wann kämpfst du gegen Barello? Also seid ihr erster Kampf, letzter Kampf, Mitte, Hauptkampf, was seid ihr? Wallah, ich weiß, letzter Kampf wird Manuel Ding sein, Ah, danach wir. böse Mann. Ja. Davor. Davor. Ah, okay, krass, ja. Arben Kalle von mir. Nein, Bruder. Ich sag dir ehrlich, wird ein interessanter Kampf. Ich sag dir wirklich, wirklich, ne? Böse Mann Manuel wird auch sehr interessant. Da bin ich richtig gespannt. Ich glaube, Böse Mann gewinnt wieder, ja. Inshallah. Ja. Böse Mann, Allah, böse Mann ist stabil, sag ich ehrlich. Er Der ist kämpft wirklich stabil. ja, der böse Mann kämpft sehr stabil, Wallah. Wer glaubst du gewinnt, Manuel oder Böse Mann? Wallahi, wenn dieser Mann Manuel trainiert hat, kommt Manuel, aber Böse Mann hat Kraft. Ja. Ich und Böse Mann haben Handdruck gemacht, er ist stabil, gerne. Wer hat gewonnen? Kürtibo, normal, was geht so? Was für eine Frage, Albert? Was für eine Frage ist das denn? Albert, was für eine Frage? Ich Ja. provozierst du gerade wieder? Wallah, Bruder, Böse Mann ist älter als ich. Normal hat Böse Mann gewonnen, nicht ich. Was sagt man nicht? Eib ist das. Durch Respekt. Wallah, wo habe Ich werde niemals einer, der älter als ich hier drin sitzt, zu erniedrigen. Niemals. Wallah. Wir haben nichts gemacht, aber Böse Mann, tack, hat er mich runtergemacht. Der hat Kraft, Wallah, der hat Kraft. Okay, eine Frage. Wir sind mit deinen Geschichten groß geworden, Abi. Ich küsse dein Herz, Ehrenmann. Ivo, was machst du, wenn du verlierst gegen Barello? Was ich mache?
Angenommen, du verlierst, Bruder. Jetzt mal, ich weiß, du gewinnst, aber angenommen, du verlierst, was machst du? Wallah, das war's. Erstmal abwarten, was passiert. Ja, aber warte, Bruder, ehrlich. Stell mal vor, du liegst auf Boot. Okay, alles klar. Bruder, willst du, guck mal, du weißt, LKA, CLK, WLK, Dings, alle gucken gerade zu. Warum willst du nicht locken gerade mit diesem Wort? Nein, guck mal, Wallah, Bruder, warte. Wallah, guck mal. Wer ist LK, yo? Wer ist LK, yo? Warte doch mal, Bruder. Stell mal vor, Kürti, du gewinnst. Ist geil, du machst Party, weißt du? Wenn du gewinnst, du Party. Machst Party. Ich mach kein Party. Wallah, ich mach kein Party. Okay, du gibst ihm Hand und sagst, Khalas. Nein, ich gebe noch keine Hand. Auch nicht. Was dann? Ich bring ihn ins Zimmer. In Schuma mach ich den Handtuch nass. Guck mal, ich verspreche dir. Es wird nach Boxen auch. Ich bring ihn, mach den Handtuch nass. Und danach schlage ich mir erstmal noch mit dem Handtuch weiter noch. In Dusche. Das wird leuchten. Das wird live aufgemacht. Okay, aber was machst du, Bruder? Was machst du, wenn du verlierst, Bruder? Wenn ich, hab ich schon gesagt, ich werde den Handtuch in Dusche noch schlagen. Weiter. Nein, wenn du verlierst, wenn du auf dem Boden liegst. Bruder, warum soll ich dir jetzt gerade diese Antwort geben? Warum? Aber weil ich überlege so, guck mal, schon mal, Clan Boss Europa liegt auf dem Boden, Bruder. Bruder, guck mal. Clan Boss auf keinen, der war auf Boden. Dieser Tag, ja? Der Einzige, der nicht, da nicht reinkommt, sind zwei Leute. Die kommen nicht da rein. Keine Chance. Das ist einmal Arrogante und das ist einmal Enkelgesicht. Die kommen da rein, nicht rein. Keine Chance. Die haben beide XXXX. Kommen nicht rein. Ibo Abi, wer auf Boden liegt, auf den tretet man nicht. 100%. Du bist Ehrenmann, du machst das Ding. Ich meine, wenn ich den da duschen bringe, ich werde dann wie ein Gefängnis. Erzählt doch immer über Gefängnis. Ibo Abi, ich sage, guck mal, jetzt zeige ich dir, wie wir in Gefängnis Leute schlagen. Ja? Also ich habe gesehen, Barello trainiert richtig hart, ne? Ohne Spaß. Allah, mashallah. Weil wenn Barello so hart trainieren, das ist doch alles richtig. Mit welcher Musik läufst du rein? Ich gehe mit Dings. Wallahi, guck mal, ich war auch bei Gazi. Gazi hat mir gesagt, ich gebe dir 2 Mille, ich gebe dir das. Ich habe gesagt, Bruder, mir geht es nicht um Geld. Ich bin Kurde, ich werde nur mit kurdischen Liedern gehen. Mit dieser alte Leuten, die ohne Sazmas gespielt haben. Ja. Mit Dings gehe ich rein. Chakro gehe ich rein. Aber mit wem läufst du rein? Wer ist neben dir? Neben mir sind Martelli, Kurden und Albaner. Ja. Und Kurden aus Dersin, aus Sivas. Also bei mir sind die Leute alles über 2 Meter. Mashallah. Und ich bin der Einzige, der klein ist. Achso, und ich überlege noch Shema wegen Wasser und der soll mir immer Wasser geben. Ja, ja. Und hast du eine Frau neben mir. Hast du Schuhe gekauft, Hose gekauft, alles schon? Ich? IP, sowas kaufe ich nicht. Die kaufen schon alles. Ach so, okay. Oder ich bin Clanboss von Europa. Ich soll noch Schuhe und Dings kaufen? Was, geht's dir gut? Das ist eine Frage, die Arben, aber Bruder. Der provoziert nur der Arben. Wie war diese Hose von Manuelsen? Oh, Wallah, ich habe nichts verstanden von dieser Hose. Diese weiße Brock. Wallah, ich schwör's dir. Aber Wallah, aber nicht so Hose, bitte, ja? Hä? Nicht so eine Hose wie Manuelsen, Bruder, ja? Niemals, aber bei mir gibt es sowas nicht. Aber bei mir gibt's erste Runde, machst du erste Runde K.O. oder zweite? Wallah, ich werde meine versuchen erste Runde, wenn nicht schaffe, zweite Runde. Zweite Runde ist auf jeden Fall K.O. Ja, ich habe jetzt auch auf Google gekauft, 2 Minuten schaffe ich locker, ohne Stopp. Aber Bruder, du rauchst, ne? Du rauchst Zigaretten. Der Barello raucht nicht, Bruder, ja? Ich will keine Rolle, aber Kraft muss man haben. Kraft. Diese Arme zu stellen, guck mal, zu stellen. Um diese Kraft zu haben und geben die ganze Zeit. Das geht alles in dein Herz einfach vom Punkt. Guck mal, ich glaube, du hast mehr Herz, weißt du, als Barello, weißt du? Aber ich glaube, Barello hat vielleicht ein bisschen mehr Angst als du, weißt du? Also ich habe gesehen, Barello kämpft, ne Bruder, Barello ist Katastrophe, ja? Letztes Mal. Bruder, Barello ist so ein Hampelmann, weißt du? Nein, Barello, du darfst eine Sache nicht vergessen, Bruder. Barello ist groß und er raucht nicht und er ist Albaner. Ja, das stimmt. Weißt du, mein Bruder? Das darfst du nicht vergessen. Das sind 3 Faktoren. Ja. Wo du in deiner Jugend geboxt hast, hast du auch Profikämpfe gemacht? Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe auch trainiert, sehr, sehr hart. Und ich habe auch mit stabilen Leuten trainiert. Ich habe auch viele Leute die Zähne kaputt gemacht. Boah, stabil. Ja, nee. Ich kann euch sogar einen Namen sagen, den ich seine Zähne kaputt gemacht habe, aber. Das Mascara, Bruder, mach das nicht. Sowas machen wir nicht, weil wir sind schon auch älter geworden. Und ich liebe auch diese Junge.
Er meinte, er hat nicht gerechnet, dass ich mit links komme, weißt du? Bruder, ich weiß nicht. Bruder, wer ist Ertuğ? Ist das nicht deiner? Von dem du ihm gerade erzählt hast? Ja, Bruder, warum blockiert denn keiner? Ja? Ich muss das wieder blockieren. Wo sind die Mozziaken? Bruder, weißt du, wo ich wusste? Ich wusste schon lange, dass er in Maskara ist, aber heute habe ich mit meinen Augen gesehen, dass er in Maskara ist. Bruder, weißt du, was er gesagt, Ich fahre nach Türkei, er kommt in mein Live rein. Kürtibu, du bist, wo ich auf den, wo, unterwegs war, mit Auto nach Türkei. Du bist eingeladen bei uns in Hotel und das und dies. Ja. Ich war in Türkei, er hat sich noch nicht mal gemeldet. Ja, aber ich will trotzdem die Menschen nicht hier erniedrigen. Und hat er über dich geredet hier, oder was? Nein, der tanzt auf zwei Hochzeiten, das gefällt mir nicht. Ja, tanzt auf eine Hochzeit oder tanzt gar nicht? Aber soll ich schon mal sagen, Kürtibu, guck mal, ich hab einmal, wallah, ne, da hab ich einmal in deinen Augen gesehen, du wolltest jemanden töten. Gesehen hab, die kamen einmal zu dir, ihr habt irgendwie euch in Essen getroffen und die haben diese Dings gebracht, dieses Skateboard, diese kleine goldene, weißt noch? Ja. Und da hab ich in deinen Augen gesehen, du wolltest normal jemanden schlagen. Was redest du, wallah, in diesem Moment, ich hatte den Knarre, den Albaner abgegeben, wallah, in diesem Moment, ich hätte den geballert. Krank, wallah. Wallah, frag Yasser, diesen Moment hätte ich den Dreck auf den Weg geschoben. Barello hat wieder Maskara angefangen mit diesem Skateboard, alles wegen dieser Barello. Ja, sicher, ja. Aber trotzdem, wir haben was erreicht. Aber diese Hunde, die gerade bellen, die haben nichts erreicht. Die glauben nicht, dass wir es erreicht haben. Aber du hast schon vor TikTok erreicht. Ich sag, ich bin mit deinen Geschichten groß geworden. Dankeschön, mein Bruder. Ich küsse dein Herz. Aber ich muss jetzt weg. Bis morgen, Ibu Abi. Aber. Servus. Guck, du schnell, Bruder, ja? Box mal, Bruder, bitte, box einmal gegen Hammer. Diese Wand. Nee, du überhaupt keine lange Arme. Box mal einmal gegen diese Couch, bitte, nur einmal mit Power gegen diese Couch. Ich will gucken, wie viel Power. Hm? Oh, Bruder, da geht die Couch. Couch. Ich werde das niemals zeigen, das wirst du persönlich live sehen. Zitat Ende. Alla, Couch geht kaputt. Arben, bist du dabei beim Kampf, Arben? Nee, das ist nicht in Deutschland, ne? Ja, ich weiß. Bruder, wenn du diesen Kampf nicht kommst, wallah, du hast dein Leben alles verpasst. Alle sind da. Bruder, mach nächstes Mal Dubai-Kampf, besser. Allah, über der Fangen wir mit. Lass mal diese Dubai-Filme, wir sind froh, wenn wir nach Tschechien kommen, der sagt Dubai, ja. Ja, Bruder. Ja, langsam entfernt ihr euch aus Deutschland, so immer weiter. Bruder, was für Dubai? Bruder, wallah, Dubai ist nur Optik. Alles nur Optik. Die Leute haben ein bisschen da rein was geballert. Dubai ist nichts. Dubai in Deutschland ist Frankfurt. Jani, vertrau mir, guck mal, geht mal Türkei. Wallah, geh mal nach Kosovo und Albanien. Wallah, bist 100 Mal besser als diese Scheiße dabei. Vertrau mir. Hat dir Kosovo gefallen? Ja, sicher. Brutal. Wo warst du in Kosovo, Bruder? Hä? Wo warst du in Kosovo? Über Wellen, Bruder. Pristina war ich. Schickschö. Wellen war der mit. Hä? Ja, der war Wellen. Du warst doch Wellen, Bruder. Ja. Hübsche Frau und der Lecker, Tibo. Bruder, wenn langsam, hier. Langsam Albanerin, Bruder. Langsam Albanerin. Schwester. Langsam. Ich werde Ende einen albanischen Mensch einladen. Was willst du fragen? Ich frage hübsche Männer oder was, Alter? Ich muss doch fragen. Du hast da vorne angeguckt. Aber Essen schmeckt gut in Kosovo, ne? Ja, wallah. Wir haben alles gegessen. Krass, war da einfach ein Venom. Ja, der war mit, weißt du, wie der da war? Mit zwei Albanern und dann hat er Ritter getroffen. Ah, krass. Bruder, mein ganzes Schmeck. Wir sind nur Albaner und kommen die Banuardelli.